Mein Name ist Kordula Kovac. Ich bin seit September 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich bin eine der ganz wenigen im Deutschen Bundestag, die diese Position erreicht haben, ohne dass sie Abitur haben und ohne dass sie studiert haben. Diese Gabe ist mir auch nicht so einfach zugefallen oder dieses Amt. Ich habe darum kämpfen müssen, auch teilweise anerkannt zu werden, muss das auch jetzt noch, weil wenn Leute meine Vita lesen und lesen ohne Abitur, ohne Studium, kann die den Job überhaupt? Aber ich sage auch immer ganz deutlich, es geht auch da ohne, man schafft es. Aber man muss sich unglaublich da reinklemmen. Ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen mit 5 Geschwistern. Meine Eltern waren nicht reich. Meine Mutter hat sich immer darum gekümmert, uns 6 Kinder großzuziehen. Mein Vater hat immer 1,5 Jobs gemacht, um uns großzuziehen. Das hat er ganz bewusst gemacht. Und wir hatten auch eigentlich nichts, was wir so vermisst haben. Das war okay. Aber sie hätten nie und nimmer es geschafft, dass eins meiner Geschwister eine andere Ausbildung hätte machen können als den Realschulabschluss. Abitur zu machen in dem sauerländischen Ort, wo ich groß geworden bin, nein, wäre nicht gegangen. Hätten meine Eltern auch sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um die Fahrtkosten zur Schule zu bezahlen. Das ging nicht. Und dann hätten meine Eltern sich ja auch entscheiden müssen, welches von den 6 Kindern hätte jetzt das gehabt. Die waren alle nicht gerade dumm, meine Geschwister. Die Möglichkeit gehabt oder wem hätten sie die Möglichkeit eröffnet, in die nächstgrößere Stadt zu fahren mit dem Bus. Der hat damals 40 Mark im Monat gekostet, um Abitur zu machen. Das hätten meine Eltern auch nicht gewollt, weil dann wäre ja einer von uns bevorteilt worden und das war auch nicht gut. Kurzum, heute, gerade in dem dualen System in Deutschland, hat jeder die Möglichkeit, Abitur zu machen, früher oder später. Wenn man einmal durchs Raster fällt, kann man dann wieder eine Schleife drehen und kann das machen, wenn man das will. Und ich kann jedem bloß empfehlen, Abitur zu machen und versuchen, weiterzukommen. Und wenn man kein Abitur macht, was auch nicht unbedingt wichtig ist, sollte man auf jeden Fall eine sehr gute Berufsausbildung machen. Und das kann man in Deutschland. Und ich kann jedem bloß empfehlen, sich darum zu kümmern und das zu machen.